So, hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft PvP und heute haben wir natürlich wieder die Challenges am Start. Konnichiwa. Und ja, ihr dürft heute diesen tollen Ausblick genießen, ohne mein Inventar zu sehen. Okay, ich werde es so machen, aber ohne zu sehen, was also abgeht, denn ich spiele im F1. Und werde mein Inventar nur so sehen können. Das heißt, ich werde auch nicht sehen können, was ich, wie viele Punkte ich habe. Gott, wie baue ich? Gott, ich muss mein Bett erstmal einbauen. Es wird lustig. Freut euch drauf. Oh, fuck you. Habe ich 20? Ja, habe ich. Geil. Ich muss immer erst ich werde nicht ins Inventar gehen, ohne was zu sortieren. Also, denn ich sortiere etwas. Hallo. Ich weiß also auch nicht, wie viele Blöcke ich habe. Ich glaube, ich habe den Knockback-Stick in der Hand. Digga, ich hatte den Knockback-Stick in der Hand. Was war das? Nächstes Mal boxe ich den einfach weg, Junge. Digga, gib mich auf die Eier. Alles an? Ja, habe ich. Ich sehe leider auch nicht, wann mein Bett abgebaut wird. Also es hat ziemlich viele Nachteile, aber ist bestimmt lustig anzusehen. So. Rot haben wir. LOL? Ist er tot? Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Ich weiß es nicht. Das war ultra schlecht. Und er kann mein Bett holen, oder? LOL. Komm her, Bro, die hole ich mir auch noch. Alter, das ist so mega schwer, ne? Ich sehe nichts. Bringt das was? Ich glaube nicht. Digga, flieg doch. Warum fliegt er nicht? Warum fliegst du nicht, Bro? Hast keinen Bock zu fliegen oder was? Stalosch. Ah, jetzt fliegt er. Nice. Rüstung. Ach, herrje. Ich sehe echt vieles nicht. Ich sehe nicht, wie viel Herzen ich habe. Ich weiß auch nicht, welches Bett da gebaut wurde. Ich weiß, dass es nicht meins ist, weil ich Blöcke? Ja, nice. Weil ich halt nicht. Also ich weiß, dass es nicht meins ist, weil ich jetzt halt in meiner Nähe bin. Aber wenn ich unterwegs bin, weiß ich nicht. Und wenn ich dann aber mal sterbe, dann weiß ich nicht, was mein Bett ist. Ich werde zwar wahrscheinlich mal so machen, aber ja. Aber es ist bestimmt lustig, euch, für euch anzusehen, wie ich das ein oder andere Mal verkacke. Easy. Junge, was war mit dem Jungen los? 2 ist die Spitzhacke, ne? 3 ist der Stick. War es mein Bett? Nein, war es nicht. Okay, Schwert brauche ich. Ich brauche das Schwert, ich brauche die Spitzhacke, ich brauche das. Stick.
Oh mein Gott. Ich muss mich echt mal anstrengen jetzt gerade. 4. Ich muss auch echt gut hotkeyen damit. Ja, um nochmal auf ein anderes Thema aufzukommen. Ich hatte eine andere Challenge vor, und zwar die F5 Challenge. Jetzt die ganze Zeit nur so rumrenne, aber ihr seht auch schon jetzt. Das scheiß No-Cheat-System macht mir einen Strich durch die Rechnung, weil es ist echt. Da kriegt man ja Epilepsis-Anfälle. Hi. Aber irgendwie ist es cooler, so zu kämpfen. Ich weiß nicht, das hat so einen richtig geilen Flow. 300. Oh fuck, ich bin echt low. Goldapfel. Normales Essen. Ich war echt low, ich hatte noch ein Herz, lol. Easy. Ich hatte echt gedacht, dass es lockerer ausging. Erst dort hinten, ne? Dann gehen wir nochmal gleich dahin. Gut, ich kann damit ein bisschen Hotkey lernen eigentlich, ne? Er ist nicht hier? Doch, ist er. War er raus? Ich habe ihn, glaube ich, gar. Ach so, ich habe ihn ganz gekillt. Oh, das war auch wieder schlau von der Jonas. Very schlau. Very intelligent. So, wo ist denn der Bro? Haben wir einen Camper, ja? Ah, ne, haben wir nicht. Oh Gott, schaffe ich den Sprung? Ich glaube nicht. Ach ja, ich habe gerade das Schwert in der Hand, das weiß ich. Weil ich auf 1 gehotkeyt habe. Ach! AFK oder what the fuck? Ich glaube, der musste AFK. Ach ja, Leute. Oh, ich sehe mein Inventar. Ich kann meine Hotbar wiedersehen. Oh, geil. Leute, das war's. Ach komm, wir machen noch eine. Wir tun noch eine rauf. Ich habe keinen Bock mehr, ein 20-Minuten-Video zu haben. Afrika, meine Lieblingsmap. Oh mein Gott. Ja, ich kann nur gewinnen. So, meine lieben Freunde. Zurück hier in Runde 2. Wir spielen meine Lieblingsmap und ich bin in meinem Lieblingsteam. Ich kann also nur gewinnen. Wir gehen mal wieder in die Einser-Sicht. Ach, ist das toll. Obwohl, ich muss eigentlich sehen, wann es losgeht, ne? Er ist nicht wirklich Batman. Er ist Batman. Er ist Batman. Geht schon los? 12, 11. Jetzt ist die Map da. Okay. 10 Sekunden, dann geht's los. Bisschen vorbereiten. Aber ich denke, die erste Runde war schon erfolgreich. Wenn wir die jetzt verkacken sollten, ist das nicht so schlimm. Natürlich bemühe ich mich trotzdem. Wir müssen halt gucken, wie viele Punkte wir haben. Also wir haben hier Crafting Blaze als. Ach, da ist sogar der Batman. Ach ja, diese Map ist so toll. Ich habe die No, die Only Bow Challenge hier drauf geschafft. Die Blöcke Challenge mit dem Schwert. Ach ja. Oh fuck you. Ich habe meinen Weg falsch gebaut, Leute. Was hat er gerade getan? Hat er gerade. Hat er gerade ein bisschen gehackt? So ein kleines Stückchen? Oder habe ich mich da schon wieder verguckt? Das kann mir natürlich auch mal passieren, aber. Sah mir doch schon leicht danach aus. Hast du zufälligerweise Hex an? Würde mich jetzt eigentlich mal interessieren. Hat er an? Hat er an? Hat er an? Hat er an? Ich habe nicht geguckt, ich vergesse es immer zu gucken. Bla. Hast du Hex? Ach. Wollte er gerade rüberlaufen oder. Pff, also Hex, confirmed, ist easy. Bla. Er kommt! Der Batman! Nein! Er killt mich jetzt nicht wirklich, oder?
GG. Oh Gott. Kannst du jetzt mal was kaufen? Wieso bin ich so langsam? Man sieht doch die verkackten Schuhe an, Alter. Ich hasse diese Challenge. Ich hasse sie wie die Pest. Wenigstens stirbst du. Oh, ich habe ihn gerade in der Luft getroffen. Easy. Wenigstens stirbst du auch, du Kacknoob. Hol doch jetzt die Waffe, Alter. Ich spiel hier mit erschwerten Bedingungen. Ja, ich möchte jetzt also keinen Kommentar ran von wegen. Weil du schlecht bist, deswegen gerade beleidigt. Ach. Okay, gut, das werde ich. Ja. Okay. Hi. Alles klar. Hi. Ciao. Ah, ich brauche eine Spitzhacke. Schwert ist in der Hand. Perfekt. Die 4 ist es, ne? Ja. 3. LOL. LOL. Als ob er überlebt hat. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Da kommt er. Ey, Mann. Ja, okay. Die zweite Runde habe ich ein bisschen verkackt, aber... Ja, was soll man tun, ne? Also, kann auch nicht alles haben im Leben. Ich kann also nur gewinnen. Wir gehen... Okay, Leute, das war's für die heutige Folge. Also, die zweite Runde ist ja nicht passiert, aber... Also, sagen wir es mal so, es ist schon schwer. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Also, wenn ihr dann ständig kaufen müsst, weil euch der Gegner nicht angreifen würde, ist schon krass. Probiert es gerne mal aus. Vor allem, ihr seht ja nicht, wie viele Punkte ihr habt, wie viele Herzen ihr habt. Oder ähnliches. Deswegen ist es halt schon krass. Ja gut, Leute. Ich kann auch in diese Richtung gehen. Ich habe diese einen Challenger nur die andere probiert. Okay, wo komme ich jetzt hier hin? Oh, fuck you. Zack. Gut, meine lieben Freunde, das war's mit der Folge. Lasst Bewertung da und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüssi. Macht's gut. Schönen Tag noch. Ciao.